Ja, hallihallo, herzlich willkommen zurück in unserer schiefen Bude hier. Ja, hier regiert das Chaos, wo nicht. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wird's jetzt dunkel? Ich gehe kaputt, oder? Wirklich, scheiße. Ja, wir wollen heute auf jeden Fall unseren Exosuit zusammenbauen und dazu brauchen wir die Motte. Wo ist sie? Ach, da unten. Wir springen mal rein. Welcome aboard, Captain. Genau. Und dazu machen wir uns auf den Weg hier zurück. Wir brauchen weiterhin Titan. Stopp. Habe ich das schon ausgeleert? Natürlich nicht. Aber wir brauchen auf jeden Fall Titan. Oh, ich könnte was scannen. Dann nehme ich das natürlich mit. Blaue Palme, okay. Warum nicht? Ich muss immer alles wegscannen, weil mir geht es sonst auf den Sack, wenn hier irgendwie was rumwuselt und ich habe das noch nicht gescannt und es kommt halt jedes Mal dieses Symbol. Wo ist jetzt unsere... Da. Also, weiter geht's. Halt, wo müssen wir denn schon wieder hin? Nicht, dass wir hier die ganze... Ach ja. Falsche Richtung. Ich lasse mich schon wieder ablenken. Das habe ich doch schon mal gesagt. Nicht ablenken lassen. Wir brauchen ganz schnell. Sorry. Titan, Titan. Und natürlich hier Paradies. Lithium, zwei Stück auf jeden Fall. Das heißt, wir dürfen uns nicht zu stark vollballern. Wo war es denn hier? Eins würde ich noch. Ne, vier. Genau, dann kriegen wir noch zwei mit rein. Ja. Aber ich mache die trotzdem mit Lithium voll. Denn wir brauchen ja auf jeden Fall noch das Zeug für den Cyclops, die Cyclops, das Cyclops, unser U-Boot, unser großes. Genau. Dann müssen wir jetzt hier zu diesem Pilzbiom. Da haben wir ganz viel Lithium. Bin ich überhaupt richtig? Ja, wir sind richtig. Wie geht's los? Ach, und meine Freunde, hier diese Schlammwühlviecher. Beeilen wir uns. Bevor uns der Sauerstoff ausgeht. Halt. Lithium, 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 Leuchte da. Getränk weg und Lithium. So, wir sind voll. Wo ist unser Harry? Oh, Harry heißt er ja noch nicht. Motte, Motte, Motte. Und zurück. Turbo, bitte einlegen. Wir haben es eilig. Wir wollen die Sachen hier schnell zu Ende bringen. Mir fällt gerade ein, wir haben zwar schon unsere Modifizierungsstation, aber wir haben ja noch gar keinen Seedock, wo wir das andocken können, unsere Motte und unseren Exo. Gut. So, dezent. Ist natürlich doof. Da müssen wir natürlich auch nochmal auf die Suche gehen. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir die herden. Werden wir schon finden. Jetzt machen wir erstmal hier das Ding hier fertig. Stopp, 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 stopp.
Aber oh, der braucht auch lang. Na komm. So, Blastalbern. Ach halt, den hat man hier rausgelegt. Nee, der ist noch drin. So, Judy, dann rein damit. Also. Zack, zack, zack. Wir suchen unser Baugerät, was da hinten schwimmt. Ja. Und haben natürlich keine Batterie mit. Okay. Also stellen wir jetzt mal hier auf manuelle Kraft um. Und ich sehe, wir brauchen noch einen Fisch, ein bisschen was zu essen. Aber jetzt gibt's unseren ersten Exo-Anzug. Einmal bauen. Da wird er gebaut. Sehr schön. Auch richtig geiler Hintergrund. So, einmal hinterher. Ich hoffe, der versinkt jetzt nicht allzu tief. Wo hängt er denn? Ach, hier. Da ist er. Der Gute. Na gut, der sieht jetzt ein bisschen doof aus. Weil er nun genau hier zwischenhängt. Wir steigen mal ein. Und fallen erstmal tief runter. Jawohl, geile Scheiße. So, erstmal mit der Steuerung hier klarkommen. Können wir denn den Fisch hier einsammeln? Oh, sorry. Oh, das war voll aufs Auge. Tut mir leid, war nicht mit Absicht. Aber ich wollte dich trotzdem einsammeln. Und wo bist du jetzt? Hallo, Fisch? Du bist doch gerade K.O. gegangen. Haben wir den eingesammelt? Na, das war nur den, den wir gerade haben. Dann ist ja, glaube ich, hier hinten unser Koffer, oder? Ja. Naja, okay. Einmal. Sollte reichen. So, ah, so funktioniert das. Oh, da sind wir eigentlich ziemlich schnell unterwegs unter Wasser. Also, wenn es mal gerade ist. Den lassen wir hier einfach mal stehen. Okay, Licht ist an. Also jedenfalls bei dem Teil. Ja, ich mache mal kurz einen Screenshot. Ausschalten. So. Damals. Sehr schön. Juti, was wollte ich jetzt eigentlich? Ach, Essen kochen. Wasser reinpfeifen. Oh, habe ich jetzt das Richtige genommen? Ja. Hab neues Rezept gefunden. Hervorragend. Kann ich nur empfehlen. Gekochter Fisch. Auge. Also Fischauge. Hier. Auge und so. Wo ist es da? Njam, njam, njam. Lecker. Sehr schön. So, dann haben wir noch massenhaft Lithium und Titan. Unser Exo-Teil ist fertig. Geile Scheiße. So, was brauchen wir jetzt für die Cyclops-Maschine? Da ist er. 5 Blastalbern. Emailliertes Glas, 5 Stück. Das heißt, wir brauchen richtig viel Quarz. Wir brauchen 5 Glas. Das heißt, wir brauchen 10 Quarz. Und 5 Zähne. Ich glaube, 3 hatten wir schon. Genau.
Hier haben wir das Ganze. Können wir denn noch mal einen Barren machen? Natürlich nicht. Aber wir haben noch in unserer Motte, die wir hier dekorativ hingestellt haben, auch noch Zeugs drin. Ich sehe schon, unser Lifepod, dem wird gleich die Energie ausgehen. Was, wenn wir jetzt alles mit unserem, mit unserer Basis, die wir aktuell haben, bauen, dann brauchen wir exorbitant viel Energie. Weil die haben ja auch mit dem Update die Energie richtig krass nach oben geschraubt. Also den Energieverbrauch, besser gesagt. Ich will nicht aufnehmen, ich will hier reinlegen. Genau, und jetzt haben wir, doch, einen haben wir ja noch. Einen haben wir noch. Da haben wir schon die ersten beiden Barren am Start. Brauchen wir nur noch drei. Na komm. So, Juti. Dann würde ich sagen, das war doch getimed, ne? Jetzt haben wir noch genau 3 Lithium für die anderen Bahnen. Sehr schön. Wir brauchen... mehr Titan. Ja, dann los. Wo ist er? Hier. Sollte ja relativ schnell gehen. Jetzt, wo wir noch ein bisschen was sehen. Da liegt auch eine ganze Menge. Sehr schön. Ach, ich weiß, was ich vergessen habe, ne? Ihr merkt's. Genau. Ich bekomme gerade auch die Bestätigung von unserem Kollegen. Wir legen das mal aus der Hand. Vielleicht sind wir da 2 mm schneller. Und ich hole mir jetzt erstmal eine neue Batterie. Geht ja gar nicht. Da breche ich mir echt nass ab. So, wo ist jetzt unser Teil? Da hinten. Ah, hier ist der Eingang. Aua. Ja, das gibt wieder eine bitterböse Beule. Einmal wechseln, den auswählen, Batterie, zack, ausmachen. Ne, halt erst das Ding anklicken und laden. Sehr schön. Und jetzt können wir wieder auf Reisen gehen. Fühlt sich gleich ganz anders an, wenn es hier wieder ein bisschen vorwärts geht, von der Geschwindigkeit her. Komm, hier war doch noch eins. Da. Noch irgendwo Metall. Ja, was ich mir wünschen würde, ich meine, da streiten sich die Geister. Das sind die sogenannten Scannerräume. Ich mag die eigentlich ganz gern. Also wirklich, die Scannerräume sind eine klasse Idee, aber die Reichweite, die sind echt zum Kotzen. Zumindest das, was die anzeigen. Achso, ich kann ja hier wieder nicht. Nur außen. Da haben wir noch Platz. Ja, und dass man halt auch hier in der Motte mal das Inventar öffnen kann. Das wäre eine richtig geile Scheiße, aber leider Gottes wird das Ganze nicht so realisiert. Also aktuell jedenfalls noch nicht. Und mir ist auch nicht bekannt, dass das geändert werden soll. Vielleicht in der Final Release dann. Zu euch muss ich auch noch kommen. Wir brauchen noch Zähne.
Zwei Stück. Lass bitte mal eine Zahn fallen. Ne, zwei Stück natürlich. Wenn er hier gerade schon spielt. Oh, jetzt habe ich gedacht, es wäre ein Zahn. Okay. Ich habe wieder mal einen Knick in der Optik. Komm, lasst einen Zahn fallen. Zwei Stück brauchen wir. Also lasst zwei fallen. Na kommt ihr Spielefreaks. Einmal hier schreien, wer einen Zahn sieht. Na kommt. Also wir brauchen die Zähne, sonst können wir hier nicht weiterbauen. Von daher müssen wir jetzt mal hier kurz warten. Das nützt leider alles nichts. Komm, das klappt doch sonst immer. Ratzfatz haben wir hier die Zähne zusammen, wenn wir denen hier irgendwelche Metallsachen zum Spielen geben. Oder wir geben denen wirklich ein paar mehr Metallsachen. Damit wir das Ganze mal ein bisschen beschleunigen. Machen wir das einfach mal. Wir können es ja wieder einsammeln. Wir legen das Ganze mal auf die 5. Dann nehmt das Zeug in die Hand. Hier, komm. Sehr schön. Wo ist der andere? Hallo. Wo ist der hin? Aufpassen, dass wir hier nicht zum Opfer werden. Ich verabkrümel mich mal direkt hier in meinen Sicherungsbehälter. Da. Da ist einer. Weg, weg, weg. Lasst mich ran. Eins. Oh, sorry. Komm, ein Zahn noch. Und dann bin ich so gemein und klau euch euer Spielzeug. Haha. So, hat er jetzt hier oben was verloren? Man erkennt es aber auch jetzt gerade schlecht. Da ist er. Metallschrott. Und noch ein Zahn. Nein, Inventar voll. Oh, da ist jemand böse auf uns. Schnell weg. Und zurück. Wo ist die Basis? Basis, Basis. Da. Ja, das Warten auf die Zähne ist immer so ein bisschen langwierig, aber kann ich leider nicht beschleunigen. Wenn die halt keine droppen, dann kriegt man halt keine Zähne und wir brauchen, wie gesagt, die Zähne für das große U-Boot. Ging aber alles nochmal gut. Ich hoffe, wir haben jetzt hier wieder ein bisschen mehr Energie. Ja, fast voll. Dann können wir hier nochmal ein paar Sachen kloppen. Dann nochmal gleich hier den Barren. Und es zieht sich wieder hin. Sehr schön. Beziehungsweise nicht schön. Noch einen Titanbarren.
zwei Titanbahnen. Ja, wunderbar. Dann nehmen wir hier noch zweimal Lithium. Machen hier noch Flux die Plastallbahn draus. Und dann haben wir schon mal das Nervigste weg von dem Ganzen. Halt, wir brauchen noch ein Plastallbahn. Plastallbahn. Aber den machen wir erst in der nächsten Folge. Nein, wir nehmen das bitte nicht auf, sondern wir öffnen es. So. Ein Lithium haue ich schon mal hier rein. Titan kann ich auch rüberholen. Denn den restlichen Titan haben wir noch in der Motte. Und dann machen wir auch in der nächsten Folge weiter. Also, ich sag wieder auf Wiedersehen. Danke fürs Zuschalten. Zuschauen. Egal. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Dankeschön. Und auf Wiedersehen. Ciao und Baba.